Bitte kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Teufel! Nein! Emily! Lass los! Weg! Damit siebtes Kapitel Gewalt. Noch 4 Stunden bis zum Morgen. Sam, wach auf. Mike, hörst du das? Shh. Was? Komm hierher. Wir spielen Sam und sind im Keller. Mhm. Na gut, dann bewegen wir uns doch mal dahin. Und schauen mal, was Sam denn hier so reißen kann. Uns losbinden kann. Autsch. Los. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Okay. Naja, durchschneiden wir es. Achso, ja. Wir haben ja das Feuerzeug nur. Hast recht. Leicht verkruckelt. Oh mein Gott sei Dank bist du hier. Sehr gut. Hm. Wo ist Jessica? Sam ist nicht neugierig, sondern besorgt. Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Er mordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes einzeln. Oh. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiß. Was für ein Scheiß. Stimmt, das wissen die ja noch gar nicht. Wer alles dabei war. Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Das, hoffe ich doch mal, dass wir die aufmachen können. Aber erstmal schaue ich mir an, was hier noch ist. Die Kamera zum Beispiel. Eine Videokamera entdeckt. Ich wollte aber sowieso noch gucken, was denn hier dieser Schmetterlingseffekt von eben war. Oh, wir haben ganz viele neue Sachen. Zum Beispiel gefälschte Zeitungen, ja, die wir da im Keller gefunden haben. Dann haben wir hier die Batterien, die irgendwas, jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben, ganz genau. Fotos von Freunden, Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Und hier die Videokamera. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einen Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was hier vor sich geht. Na, was das alles zu bedeuten hat. Totems haben wir keine neuen gefunden seitdem, aber wir haben neue Schmetterlingseffekt-Auswirkungen. Fliehen oder verstecken. Sam hat sich fangen lassen. Chris und Ashley fanden Sam, ganz genau. Sam musste von Mike gerettet werden. Ja, musste. Wüsste jetzt gar nicht, was sonst noch möglich gewesen wäre. Ashley hat die Schere natürlich nicht mitgenommen. Ja, wie gesagt, ich wusste nichts von der Schere. Ashley hatte nichts, um sich gegen den Psycho zu wehren. Ja, das stimmt leider. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ja, genau. Da kam ich noch gar nicht so weit, um irgendwas dazu zu sagen. Chris hat nicht auf Ashley geschossen, aber er hat auch generell nichts gemacht. Ich hoffe mal, das hat jetzt keine negativen Auswirkungen auf sonst irgendetwas. Okay, oh, wir haben noch ganz viele neue Sachen für die Zwillinge.
Und zwar ein Abschlussballfoto, genau, das haben wir in der Lodge gefunden. Wir haben hier ein Plakat über Beth, die weg ist. Da oben ist nochmal ein Foto, Porträtfoto. Und wir haben hier Hannahs Plakat gefunden, genau. Und das Handy von Beth, genau, unter der Brücke hat das Matt gefunden. Na gut. Ist noch irgendwas? Was ist hier? Eine Tür? Interessant, dass da eine Tür ist, wo vorher nicht wirklich drauf eingegangen wird. Na gut, da geht's nicht weiter. Also dann doch durch diese Tür. Erstmal natürlich. Na, eine Taschenlampe mit einem Rucksack. Wieso hängt denn das da? Ich gehe erstmal in diese Richtung. Bin ich von da gekommen? Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es da in Richtung Mike geht. Doch. Tatsache. Gott, siehst du schlimm aus. Schön, dich zu sehen. Na gut, dann habe ich Mike halt sofort gerettet. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Oh. Ja, natürlich. Klar doch. Das hat sie aber schnell hinbekommen. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Ja, allerdings. Was war das? Ist das... Ja, irgendwo hört man da was. Hallo? Oh, da sind die zwei. Und der Psychokiller. Oh, Chris. Was zum Ja, geil, die haben es überlebt. Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Okay. Josh ist der Clown? Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Matt! Oh Scheiße! Emily in den Minen um 3 Shit. Uhr. Oh Scheiße! Wow. Josh Verdammt. Ist der Clown? Bitte was? Okay, Emily hat auf jeden Fall überlebt an einem Seil. Josh müssen wir uns also dann später erst kümmern. Und nochmal. Jetzt aber. Sehr gut, bevor das Seil reißt. Klasse Sache. Autsch. Ja, schnell weg, Emily. Bin ja mal gespannt, wie es Emily hier so ergehen wird. Und Matt ist ja über ihr. Auf jeden Fall auch. Schnell weg, Emily. Komm, ich steh doch schon auf. Autsch. Ja, wärst du mal früher weggegangen. Wie? Das tut dir also nicht weh? Oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Och, Emily. Ich glaube, du hast jetzt echt andere Probleme als... Okay.
dich vor Mäusen zu erschrecken. Okay, können wir hier noch irgendwas anderes sehen, wenn du einfach zurückgehst? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann schauen wir mal, was uns in den Minen erwartet, in den dunklen Minen. Also irgendwie so erstmal gar nichts. Ganz viele Fässer, die herumstehen in den alten Minen. Was ist das? Sind das Vögel? Was ist das? Was sind hier für Geräusche? War da was? Nee, das sah nur so aus. Was ist da? Das hört sich auf jeden Fall nach irgendwie Vögeln oder sowas an. Hallo? Hallo? So. Ach, das ist wieder eine Lore. Eine Lore, aber man sieht nichts weiter. Okay. Da ist zumindest niemand anderes, der uns davon abhalten könnte. Also weiter. Der uns abhalten könnte, in diese leere Lore einzusteigen. Aber diese Geräusche hier, die sind schon ein bisschen beängstigend. Okay, da ist irgendein Tor, was aufleuchtet. Meint ihr nicht, man kann auch nach links gucken, was da so geht? Da ist dann die Lore wahrscheinlich, die man gesehen hat. Okay, dann schaue ich mir doch erstmal hier dieses Tor an. Da ist zumindest die Kette, die das Tor abschließt. Dachte ich mir schon. Na gut, also dann ist doch richtig, hier lang zu gehen. Aber hier, wie ihr seht, seht ihr nichts. Da ist die Lore. Man könnte natürlich versuchen, mit der Lore durch das Tor zu düsen. Da ist aber noch eine Kiste. Eine Kiste mit welchem Inhalt? Ein Bild. Bergarbeiterfoto. Das ist wahrscheinlich die Mannschaft, die hier verschollen gegangen ist. Vorbereitung zum Sprengen des der neuen Schächte Northwest Minen, Dezember 1951. Okay, da sind also tatsächlich die Miner, die hier das Ganze, ja, die hier verschollen wurden in den Gängen. Wo natürlich suggeriert wird, oder vielleicht stimmt es sogar, dass die Geister der Verstorbenen hier immer noch rumspuken. Und irgendwas spukt ja hier rum. Irgendwas, das einem sehr dolle Angst machen will. Achso, und das ist gar nicht die Lore. Doch, die konnte ich doch gerade anwählen, oder? Konnte ich die eben... Nee, hier die vordere. Haha. Tricky. Na gut. Dann werden wir das Befestigungsstück Rohr herausziehen. Ich will dann einsteigen. Ich dachte, wir fahren jetzt eine richtigen Fahrt runter. Und da ist auch schon wieder das Schild für den Aufzug. Ob Jessica irgendwo hier zu finden ist? Vielleicht. Was haben wir da? Eine Uhr. Out. Eine Zeitschaltuhr? Eine Stechuhr, genau. Für die Arbeiter. Da ist also der Ausgang, vermute ich jetzt einfach mal. Trotzdem kann man hier nichts auswählen. Geht das da? Oh. Oh, der Feuertyp ist wieder da. Der Feuertyp. Was haben wir hier denn? Schon wieder irgendein Schloss? Und jetzt? Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, der nach oben zeigt. Anscheinend. Auf jeden Fall ist da hinten wieder dieser Feuertyp gewesen. Der Beth und Hannah auf dem Gewissen hat, vermute ich. Hier hat irgendwas aufgeleuchtet, wahrscheinlich genau. Die Leiter nach oben.
Nee, finde ich denn noch irgendwas anderes hier? Also ich weiß nicht, die ganzen Totems, die anfangs so richtig irgendwo rumlagen, die findet man jetzt gar nicht mehr. Warum? Okay. Hat Emily gerade nicht das Feuer gesehen da hinten? Aber es war ja noch hinter einer Absperrung. Na toll. Super gemacht, Emily. Und dann auch noch die Fackel da liegen gelassen. Super Sache. Arbeiter. Sind das echte Schädel? Es scheinen echte Schädel zu sein. Ja, abartig, du sagst es. Okay, schauen wir uns doch mal hier die Schädel an. Ganz viele Schädel und Knochen in diesem alten Minen. Was sind das für Schreie? Das können doch keine Tiere sein. Matt? Matt ist nicht mehr da, Liebelein. Wow, kräftig ist sie aber schon. Hallo? Wer schreit denn hier so rum? Da liegt was. Was haben wir denn da? Die Leiter? Eine Leiter? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das... Ich denke, das ist eine abgebrochene Leiter. Sieht zumindest ganz danach aus. Und da hinten leuchtet auch wieder irgendwas. Was haben wir hier? Oh, schräg. Wirklich schräg. Ja, ich erkenne es aber wieder nicht so ganz genau. Aber Hauptsache, es ist schräg, Emily. Nimm's doch wenigstens mal in die Hand, um zu schauen, was es ist. Hier ist wieder irgendwas am Aufblinken. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Eine Butterbrotdose, denke ich mal. Ein Foto. Ja, ein Foto. Wo was draufsteht. Auf der Rückseite. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Ja, ein Foto auf jeden Fall aus der Butterbrotdose eines Bergarbeiters. Ich vermute mal, dass es ein Bergarbeiter ist, dem diese Butterbrotdose gehört. Da waren wir schon. Da hinten blinkt wieder was anderes auf. Ist das was hier? Was ist das? Hallo? Klettern, springen. Klettern. Hochstreckend nach rechts springen. Emily kann das bestimmt. Ich denke. Zur Leiter klettern, zur Leiter springen. Klettern. Das klappt doch alles sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt mit der Emily. So, du hast es geschafft, Emily. Super. Achso, linker Stick nach oben. Aber ich habe oben gerade wieder Feuer gesehen. Nicht, dass da dieser komische Feuer-Psycho rumrennt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.